what is Earthship for me? It's an experience, a whole experience that I even didn't imagine how it could work. But I feel that I'm on the right place with the right people. Der Betonmischfahrer, der hier war, der sagt, er hat seit 30 Jahren liefert er Beton, aber hat auch nie erlebt, wie hier auf der Baustelle zusammengearbeitet wird. Da musste halt Beton irgendwie 3 Meter weiter mit Eimern transportiert werden. Und das war ein Gewusel und ein Gemachen und das war einfach faszinierend. Also er war auch nur baff erstaunt. Das ist einfach schon auch ein gutes Gefühl, dass man das eigentlich jetzt diesen Spirit auf der Baustelle, glaube ich, auch mit in die Reifen poundet. Pounding tires. This is a thing that I never did before. And it's fun because you get to release the energy that you have inside and still do something that is meaningful. I mean, you pound your energy into the tire, so in the end you have a brick that can support the house or the Earthship. I like the relationships that we experience on the building site and around as a community. I really like that. I like the energy that is around the whole thing, and you get to learn a lot of stuff also. And you have the chance to express yourself also, which is a thing that I really like. You know, when you feel really on place and with the people and the surroundings, you don't think that much, should I do that or should I do that? You just do it. Sometimes I dance on the workplace, so because first I feel good and got it. I'm energized by that way, and also I see that people are also energized by me being around them. So this is thing that I can share there and bringing the mood up. Durfte die schöne Erfahrung machen, dass ich während meiner Akademiezeit halt 4 Wochen in einem Simple Survival Earthship leben konnte und das war traumhaft. Also ich konnte mir das halt vorher noch nicht so richtig vorstellen, wie das ist und einfach dieses Gefühl, man ist wirklich rundum versorgt auf eine Art, ohne halt irgendwie Energie zu verschwenden. Das hat mir gut getan und ich kann das auch nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Weil einfach zu wissen, man hat einen warmen Platz nachts, ohne eine Heizung anzustellen und ohne Öl oder Gas zu verschwenden, das war ganz toll. Ich möchte eigentlich die jüngeren Generationen mehr in die Earthship-Projekte mit einbinden. Und ich habe jetzt die letzten Jahre als Erzieherin gearbeitet und merke einfach immer mehr, also hauptsächlich auch im Projektbereich, in Schulen, habe mit Kindern viel Einzelnes gemacht im Holzbereich und ich würde einfach gern mit denen bauen, also gerade mit Jugendlichen, weil ich denke, dass das sowieso ein Alter ist, die Teenagerzeit, wo die nicht hinter einer Schulbank gut aufgehoben sind, sondern die müssen eigentlich auf eine Baustelle. So. Und aber auch in eine herzliche Atmosphäre, also wo sie wirklich mit all ihren inneren und äußeren Bewegungen so einfach aufgefangen werden und integriert werden. Und einfach eingebunden sind in eine Gemeinschaft und was zustande bringen, was Sinn ergibt. Und ich finde, so nicht eine Earthship-Baustelle oder so Kleinstprojekte, die mit Earthship und den Systemen zu tun haben, was sonst. Also ich finde das genial. Ich spüre schon, dass das ist auch immer der Ort ist, der halt ein Umfeld kreiert oder eine gewisse Energie halt auch kreiert, dass die Kinder sich eingeladen fühlen, irgendwo mit einzusteigen, ganz natürlich, ohne dass man ihnen das so auf dem Tablett serviert und das so kreiert, sondern das ist halt einfach ein natürlicher Prozess,
hier arbeiten Menschen vor Ort und die Kids sehen das und manche fühlen sich halt eingeladen und werden dann auch zum Beispiel ja, einfach integriert für eine Weile. Ne? Ich glaube, das trägt sich weiter und Kinder sind also von Natur aus sehr neugierig, was möglich ist, innerhalb kürzester Zeit mit einer ziemlich tollen Gruppe an Menschen auf die Beine zu stellen. Nämlich ein ganzes Haus zu bauen und was auch noch nachhaltig ist. Und, ja, das ist, finde ich, das beste Wissen, was eigentlich so junge Menschen irgendwie mit auf den Weg kriegen können. It's a life-changing experience.